Aber MK8 kann ich nicht mehr spielen. Das kann man höchstens bei Hübi in den News anschauen. Aber, ey, jeden Samstag Mario Kart 8 News auf Hübi LP. Hi Leute, willkommen zu einer neuen Folge der Mario Kart 8 Channel News. Es ist wieder Montag und ihr habt mir oder ich weiß immer jetzt. Ah, ich weiß nicht mehr genau, wer es war. Tut mir leid, ich habe deinen Namen gerade nicht im Kopf. Auf jeden Fall hat mir jemand die letzte Folge geschrieben. Was ich am Montag hasse. Alles, was ich am Montag mag, die Channel News. Und dieser Kommentar hat so viele Daumen nach oben bekommen. Und das hat mir richtig geschmeichelt. Es freut mich, dass die Channel News wirklich so ein Format sind, wo sich Leute drauf freuen. Und mir machen sie ja auch Spaß, weil ich da einfach immer die Woche reflektieren kann. Und wenn man sich selber reflektiert, wird man einfach insgesamt ein intelligenterer Mensch, der einfach Dinge besser überblicken kann. Und von daher freut es mich einfach, dass die Channel News euch genauso viel Spaß machen wie mir. Denn ja, man lässt einfach Revue passieren, was ist die letzte Woche passiert. Man kann Positives, Negatives draus ziehen und man ruft sich einfach nochmal so in den Kopf, was ist denn so alles geschehen. Und ja, die letzte Woche war doch wieder sehr ereignisreich. Ich rede in der gestrigen Pokémon Weiß 2 Folge ein bisschen über mein Wochenende. Kurz zusammengefasst, Freitag Geburtstag, Samstag Spiele und Feiern gehen, Sonntag Freundin, eine Freundin, nicht die Freundin, besucht. Und ja, das ist so eine ganz kurze Zusammenfassung meines Wochenendes. Und ja, falls ihr da mehr wissen wollt, schaut auf jeden Fall in Pokémon Weiß Part 4 vorbei. Es hat jetzt ein bisschen gedauert, bis ein neuer Pokémon Weiß 2 Part kam. Warum? Ich habe es, glaube ich, schon ein oder zweimal erwähnt. Ich habe ja Pokémon Weiß 2 auf eine sehr, ohne es beim Namen nennen zu wollen, andere Art gespielt, als es die meisten machen. Aber jetzt habe ich das Spiel hier neben mir liegen, zocke es auf meinen 3DS mit der Capture Card und jetzt gibt es keine Abstürze mehr. Aber ich musste erstmal warten, bis das Paket kommt. Da muss ich den Spielstand nachspielen und ja, es war einfach viel anderes los. Denn letzte Woche war wirklich sehr ereignisreich für meinen Kanal. Man sieht es, glaube ich, auch so ein bisschen an den Abo-Zahlen und auch an den Like- und Aufrufzahlen. Übrigens, wir haben Samstag einen neuen Rekord aufgestellt. Das wollte ich jetzt nochmal gesagt haben, denn nee, Freitag haben wir einen neuen Rekord aufgestellt. Weil Freitag kam das Reaction-Video auf das Geburtstagsvideo von Todovs, was ich einfach immer wieder neu erwähnen kann, eines der geilsten Videos ist, die ich so je gesehen habe, weil es mir so persönlich so nahe ging. Und es kam Super Mario Maker Part 1. Und beide Videos haben in nicht mal 24 Stunden über 100 Likes bekommen. Das ist absoluter Kanalrekord für mich. Für mich ist es überhaupt eine sehr besondere Sache, wenn ein Video über 100 Likes bekommt. Das ist für mich gerade noch so eine magische Grenze. So, wenn die erreicht wird, dann ist erstmal so, wow, krass. Und ja, wir hatten zwei Videos am selben Tag, die beide in nicht mal 24 Stunden diese magische Grenze überschritten haben. Da nochmal ein fettes Danke. Und ja, damit kommen wir auch schon so ein bisschen zum Thema. Was ging letzte Woche? Ja, ich hatte Geburtstag, das haben, glaube ich, die meisten mitbekommen. Danke nochmal für die ganzen Glückwünsche. Manche haben sich auch so fast in Anführungszeichen ein bisschen aufgeregt, dass sie von Todovs Aktion gar nichts mitbekommen haben. Sie hätten mir auch so gern was im Video gesagt. Auch die ganzen schriftlichen Gratulationen waren super nett und ich habe da wirklich tolle Sachen geschrieben bekommen, wofür ich mich ganz herzlich bedanken will. Normalerweise bin ich jemand, der nimmt Geburtstagsgrüße halt einfach so an, sagt, ja, danke, aber es juckt ihn nicht weiter. Aber alles, was mir so in diesem Video gesagt wurde oder auch so geschrieben wurde, was einfach ein bisschen mehr als ein reines alles Gute war, hat mich sehr, sehr, sehr gefreut. Danke für diese wirklich tollen Worte, die ihr mir da geschrieben habt. Das hat mir den Tag wirklich sehr versüßt, muss man wirklich sagen. Fand ich sehr cool, danke. Aber ja. Mario Maker ist gestartet, ein Projekt, was ich erstmal bis zum Switch-Release zocken will und dann werde ich einfach schauen, wie viel Lust habt ihr noch drauf, wie viel Lust habe ich noch drauf und dann werde ich einfach ab Switch-Release entscheiden, wie lange das Projekt noch weitergeht, ob es noch weitergeht, ja. Aber das Projekt kam, wie gesagt, sehr gut bei euch an. Die erste Folge hat innerhalb kürzester Zeit die 100 Likes geknackt, was für mich ein Indikator ist, dass es sehr gut ankommt. Auch Part 2 war super. Jetzt gestern kam kein Video, weil ich, wie gesagt, Sonntag eigentlich viel unterwegs war und auch lange geschlafen habe, weil ich Samstag viel unterwegs war oder lange unterwegs war bis 5 Uhr morgens. Und ansonsten wird jetzt aber Mario Maker vermutlich wieder täglich kommen. Noch eine Sache ist geschehen, projekttechnisch, also letzte Woche hat sich projekttechnisch ein bisschen was durchgewürfelt. Majora's Mask ist zu Ende gegangen.
mit einem sehr spektakulären letzten Part. Der Final Boss Fight in Zelda ist wirklich saukrass, sehr eigen, aber auch sehr tiefsinnig. Und auch die Credits sind vielleicht mit Abstand die coolsten Credits, die jemals ein Videospiel hatte. Also falls ihr den noch nicht gesehen habt, schaut ihn euch an. Der hat doch, dieses Video hat doch wirklich überdurchschnittlich viel Aufmerksamkeit für einen Zelda-Part bekommen, was auch einfach dafür steht, dass es was ganz, ganz Besonderes ist. Und ja, also Majora's Mask verlässt uns, Mario Maker gesellt sich als Projekt dazu und diese Woche wird vermutlich auch 3D-Land enden, schätze ich. Das sind noch, lasst mich nicht lügen, ich habe es nicht mehr ganz im Kopf, ich glaube noch, es sind noch 3 oder noch 2 Parts. Das wird auf jeden Fall auch noch diese Woche kommen und dann haben wir erstmal Mario Maker und Pokémon Weiß 2 auf dem Kanal. Die beiden Projekte werden auch bleiben bis zum Switch-Release, wo dann wirklich viel Breath of the Wild kommen wird. One to Switch möchte ich ein Video mit meinem Dad machen. Ich habe jetzt nochmal mit ihm geredet. Es ist schon so, ich sag mal, zu 75% im Kasten, dass er ein Video mit mir macht. Er hat noch nicht final zugesagt, aber er war jetzt nicht abgeneigt, dass ich mit ihm darüber geredet habe. Und ja, auch Breath of the Wild wird von mir gespielt, wie ich schon mehrmals erwähnt habe. Ich werde mich im LP vor allem auf die Story fokussieren und dann in Streams die ganzen kleinen Secrets jagen, damit das Projekt einfach nicht zu lang geht. Ich habe nicht vor, da ein 200-Part-Projekt draus zu machen. Könnte man mit Sicherheit, das Spiel bietet vermutlich genug Umfang, aber das ist jetzt nicht so mein Ziel. Ich möchte mich hier vor allem auf die Story beschränken und ja, mich dann eben im weiteren Verlauf des Jahres auf die ganzen Switch-Spiele zu konzentrieren. Es wird Mario Kart 8 Deluxe kommen, es wird Splatoon, es wird alles für die Switch kommen. So, Switch ist, ich möchte ja meinem Kanal ein bisschen diesen Switch-Stempel aufdrücken, weil ich persönlich sehr überzeugt von der Konsole bin und ihr deshalb auch die nötige und verdiente Aufmerksamkeit und Plattform bieten will, soweit mir das Ganze hier auf dem Kanal möglich ist mit 2000 Abonnenten. 2000, das ist ganz schön viel, ne? Heftig. Ja, ich schaue jetzt hier gerade mal rüber in meine Liste. Ob ich irgendwas vergessen habe, wir haben das Geburtstagsvideo, wir haben Mario Maker, wir haben das Ende von Dingen, ich habe erklärt, warum Pokémon Weiß 2 eine Zeit lang nicht kam. Also ich denke mal, projekttechnisch ist jetzt alles in Ordnung, aber ich denke, ich kann hier auch noch jetzt ein bisschen über die ein oder andere persönliche Sache quatschen, damit wir einfach hier noch ein bisschen mehr Spaß haben, die einfach so ein bisschen nachvollziehen können, warum mein Kanal einfach gerade so ist, wie er ist. Ich weiß gar nicht, wann ich es gesagt habe, ich glaube, oh Gott, wann habe ich darüber geredet? Irgendwann letztens habe ich auch gesagt, ich bin aktuell mit dem Kanal so sehr zufrieden, wie ich es, glaube ich, noch nie war. Also aktuell ist einfach alles geil und ich habe einfach so viel Spaß und ja, dementsprechend motiviert bin ich auch, die ganze Sache hier weiter anzugehen. Und habe schon wirklich die eine oder andere Idee, die ich in Zukunft umsetzen möchte. Vielleicht sogar eine Idee davon jetzt in der Pause, wo jetzt noch 2 Projekte auf dem Kanal laufen, weil ich dann da ein bisschen mehr kreative Zeit habe. Aber aktuell tut sich auch privat ein bisschen was. Privat nimmt die eine oder andere Sache ein bisschen mehr Zeit in Anspruch. Ich habe noch ein Projekt zu vervollständigen, was ich unbedingt nächste Woche machen muss. Ich muss nämlich noch ein Video schneiden, ein Handballvideo von einem Handballturnier von letztem Jahr. Das muss unbedingt jetzt nächste Woche wahrscheinlich noch vor Freitag fertig werden. Ich denke, da werde ich mich mal Montag oder Mittwoch hinsetzen. Das Problem ist, ich muss auch noch Videomaterial sichten, weil ich habe halt total viel roh aufgenommenes Videomaterial, aus dem ich erstmal die guten Szenen raussuchen muss, bevor ich das überhaupt erstmal schneiden kann. Das ist einfach die aufwendigste Arbeit, aber ja, das muss getan werden. Ich habe es demjenigen versprochen. Eigentlich wollte er schon dieses Wochenende haben, aber dieses Wochenende ging einfach nicht. Das Wochenende war voll. Ich hatte schlicht und ergreifend keine Zeit. Freitag war mein Geburtstag, da hatte ich keine Lust, mich mit solchen Themen zu beschäftigen. Samstag musste ich Essen machen für die Mannschaft, weil ich Geburtstag hatte und deswegen gesagt habe, okay, Samstag nach dem Spiel bringe ich was zu essen in die Kabine mit. Und dann sind wir Samstag, wie gesagt, auch noch in eine Bar gegangen und dann feiern gegangen. Ich kam erst am Sonntag um 5 Uhr in der Früh nach Hause, weil mich netterweise mein Dad abgeholt hat. Ich habe mich echt schlecht gefühlt, als ich ihn da nachts um 5 angerufen habe. Jo, kannst du mich am Club abholen? Aber er hat es trotzdem getan und da bin ich ihm auch höchst dankbar für. Und ja, dann bin ich halt Sonntag erst um 1 aufgestanden, hatte da noch ein bisschen was zu erledigen und um 5, oder wie gesagt, um 4:30 bin ich dann zu einer Freundin gefahren, habe die besucht und da habe ich jetzt mit ihr noch, lass mich auf die Uhr schauen, 5 Stunden verbracht und ja, jetzt bin ich hier daheim. Ich nehme noch die Channel News auf, dass die auf jeden Fall noch kommen. Jetzt muss ich kurz mein Gamepad anschließen. Und ja, dann ist mein Wochenende einfach voll. Also es ging einfach nicht. Trotzdem muss ich das jetzt mal abschließen, weil, wie gesagt, die warten auf das Video. Und es ist auch verständlich. Ich habe ihnen gesagt, dass ich es machen muss. Mann, ich hasse es, Projekte vor mir herzuschieben. Das ist echt ätzend. Ich muss lernen, die Dinge einfach direkt anzupacken.
kann ich auch mal in dem Pokémon-Video eigentlich drüber reden, so über Aufgaben vor sich herschieben, aufschieben, so Projektplanung und so weiter. Da habe ich nämlich selber auch noch viel zu lernen und da können, glaube ich, viele, vielleicht auch vor allem Ältere unter euch, auf jeden Fall ihre Erfahrung teilen, wie sie das vielleicht machen, die vielleicht schon länger arbeiten, wie das aussieht, wie sie ihre Zeit einteilen, wie sie Projekte angehen und so weiter. Ich glaube, da könnte man noch sehr, sehr viel lernen. Und ja, könnte ich vielleicht mein Pokémon-Video drüber machen, auf jeden Fall. Es ist sowieso jetzt ein bisschen mehr Zeit zum Philosophieren, weil Mario Maker ein Projekt ist, wo ich einfach nur Spaß haben kann. Da schalte ich den Kopf aus und spiele einfach und habe Fun. Aber Pokémon Weiß 2 wird eben als zweites und einziges Projekt neben Mario Maker noch da sein. Und da, wie gesagt, möchte ich ja viel über Themen reden. Und ich glaube, da über die eine oder andere Sache mal zu reden, könnte ganz spaßig werden, die vielleicht auch den Alltag betreffen, wo einfach... Ja, jetzt sich natürlich auch ein gewisses Thema angesprochen wird, aber was vor allem einfach ein Video, was vor allem dazu gemacht wird, um den Meinungsaustausch in der Community zu fördern, wenn ihr wisst, was ich meine. Also, das mache ich dann gar nicht so speziell, um euch irgendwas mit auf den Weg zu geben oder euch irgendwie Erfahrungen von mir zu vermitteln, sondern wirklich rein, damit ihr eine Plattform habt, wo ihr in den Kommentaren untereinander Dinge austauschen könnt, wo ich dann auch viele Sachen lernen kann. Denke ich, wäre auch mal eine coole Sache. Sollte man auf jeden Fall mal drüber nachdenken, denke ich. Werde ich vielleicht mal machen. Wie gesagt, das Video als Forum benutzen und nicht als reines unterhaltendes Video. Könnte spannend werden, auf jeden Fall. Safe. Ich habe gerade ein bisschen Angst, weil die hinter mir einen roten Panzer hatte. Ja, da kommt der. Jetzt wurde ich gerade von dem Grünen getroffen. Ey! Ich werde aber auch nur von diesen Grünen getroffen. Falls jemand von euch das Gameplay verfolgt, ich wurde heute richtig hart verarscht. Ja, aber ich denke, das soll es dann gewesen sein für heute. Ich habe jetzt nichts mehr auf dem Herzen, was ich noch zu erzählen hätte. Es hat sich wirklich so eingebürgert, dass 4 Rennen eine gute Anzahl für die Channel News sind. 4 Rennen plus die Pausen zwischendrin sind eine super Länge für die Channel News. Da kann ich wirklich mal alles Relevante reinpacken und nicht groß viel drum rumlabern, was dann keinen interessiert. Aber wie gesagt, sollte es mal mehr oder weniger zu reden geben, denke ich, werde ich da auf jeden Fall auch mal das Ganze kurz oder länger gestalten. So, ich wurde jetzt... Schaut euch nochmal die Challenges an, achtet auf das Gameplay und ich wurde in jedem Rennen hart verarscht. Wollte ich nur gesagt haben. Freunde, das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Danke fürs Zuschauen. Das ist die aktuelle Lage des Kanals. Haut rein, euer Hübi.